So, willkommen zu einer neuen Folge Ramses Kitchen und wir haben wieder was ganz Besonderes für euch vorbereitet. Ihr kennt ja alle Currywurst, ne? Currywurst isst jeder im Durchschnitt 10 Stück pro Tag. Nein, natürlich nicht. Wir haben aber was entdeckt und zwar Currywurst anders als du denkst. Da denke ich mir, das wird sicherlich nichts anderes sein als ich denke, aber die werben ja damit und versprechen, das ist anders als du denkst. Deswegen fand ich das interessant, hab die mal mitgenommen. Hier steht nämlich, macht die Spezialität Busse, wenn das Busse heißen soll. Busse mit 3, mit 2 U, mit einem W, B, Wese. Ach, jetzt läuft doch nicht hier, das wackelt doch immer zu. Busse Currywurst, anders als du denkst, seit 1996. Jetzt wollen wir mal gucken, ob das jetzt was anderes ist als die Billig-Currywurst aus dem Kaufland oder wie die Maika Curry King. Ich denke mal, das wird nichts anderes sein. Rostbratwurst in würziger Barbecue-Currysoße. Ich hab's gewusst. So lange, bis es runterfällt. Ja, die ist ein bisschen hibbelig, ist nämlich auch Besuch da. Deswegen muss ich auch ganz leise sein, dass der Besuch nicht gestört wird. Er kam eben schon und hat gesagt, mit wem ich hier streite. Ich habe gesagt, ich nehme doch nur ein Video auf. Hier seht ihr nochmal die Verpackung. 25.04. 220 Gramm. Currywurst, Rostbratwurst in würziger Barbecue, Currysoße, ungeröstet, bla 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 bla. Steht alles Mögliche drauf. Grüner Punkt haben wir auch am Start. Ich würde sagen, wir stechen die einfach mal ein. Wir machen die einfach mal auf. So, wir gucken mal. Hier, Adi, für dich. Wir gucken mal, was da drin ist. Nichts. Also ein Stäbchen, aber kein Currypulver. Das ist schon mal anders, als ich dachte. Jetzt haben sie eigentlich schon gewonnen. Weil bei den meisten ist ja noch ein Tütchen drin, was ihr dann eben drüber streut. Egal, ob das die gute, der gute Curry King ist oder die Billig-Currywurst. Überall ist ein Tütchen mit drin und hier nichts. Wir stechen das mal ein. Wir kommen wieder, probieren das, wenn es fertig ist. So, da sind wir also zurück, ne? Mit Currywurst, anders als du denkst. Ich habe ein paar Löcher reingestochen, sieht man nicht, deswegen zeige ich es euch trotzdem. Wir machen es jetzt mal auf und wir sind mal gespannt, da ja eben kein Pulver dabei war, ob die Wurst an sich einfach so mega, auch Adi, ob die Wurst an sich, ich müsste ja eigentlich nur die Kamera mal hier festmachen. Da ist ja extra hier das, ne? Da kommen die ja eigentlich drauf und das kommt auf den Ständer, dann kann die gar nicht runterfallen. Da ich aber zu faul bin, stelle ich sie einfach nur oben ab und wundere mich, wenn sie jedes Mal runterfällt. So, Adi, hier, guck. Weg ist es. So sieht die also jetzt aus. Sieht irgendwie sehr unscheinbar aus. Ob die jetzt wirklich scharf ist, ich weiß es nicht. Da bin ich gespannt. Ich sehe auf jeden Fall kein Pulver. Das Pulver fehlt irgendwo, aber wenn die an sich einen guten Geschmack hat, dann braucht ihr ja eigentlich auch kein Pulver. Ich habe es schon mal gehabt, da habe ich das ganze Pulver drauf, dann wollte ich gerade essen, habe eingeatmet, da ist mir das ganze Pulver einfach nur in die Lunge und dann war ich tot. Aber das muss ja nicht sein, wenn ihr auf das Pulver verzichten könnt, weil die Wurst an sich einfach schon einen herrlichen Geschmack hat. Wir sind gespannt, wie die schmeckt. Riecht auf jeden Fall, na gut. Oh, diese Barbecue, vielleicht eben, das soll vielleicht der Unterschied sein, dass das eben nicht reine Currysoße ist, sondern Curry Barbecue. Die meisten haben ja einfach wirklich Curry und dann war es das. Dass das hier eine Barbecue-Soße mit sein soll. Barbecue ist ja, manche mögen es, manche nicht. Bei mir ist immer so ein bisschen hin und her, da bin ich mal gespannt. Also die Wurst ist auf jeden Fall sehr weich. Lässt sich aber gut kauen. Die Soße ist ein bisschen arg süßlich und leider nicht wirklich scharf. Da hätte ich mir gerne noch was gewünscht, geschmacklich, so eine Geschmacksexplosion. Schmeckt aber trotzdem anders als die anderen Sachen durch diese leicht süßlich-rauchige Barbecue-Note. Da noch ein frisches Brötchen dazu.
oder 1 Kilo Pommes, geht auf jeden Fall klar. Also ich muss sagen, der Geschmack ist nicht schlecht, ihr braucht auch kein Pulver. Gönnt euch das mal so für zwischendurch, es muss ja nicht immer das Schärfste sein. Hat eben durch die Barbecue-Soße wirklich einen ganz anderen Geschmack noch, als die normale Currywurst, die ihr sonst kennt. Ich bin positiv überrascht, hätte ich jetzt nicht gedacht. Currywurst, anders als du denkst, ist auch eine schöne kleine Portion für zwischendurch. Kann man mal schnabulieren, sagen wir mal. Ich werde das jetzt noch essen, werde mir aber noch ein bisschen Toast dazu holen, auch um die Soße noch aufzusaugen. Kennt ihr das, habt ihr die auch schon mal probiert? Currywurst, anders als du denkst, dann schreibt's mal in die Kommentare. Ansonsten probiert die gerne mal, kann ich empfehlen. Bin überrascht, positiv. Das war's von meiner Seite aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin, Peace out, Vorhaut, euer Ramses.